Michael Richter, herzlichen Dank, dass Sie hier mein Gast sind im Hotel-Podcast im Marburger Hof. Ja, ich bin in Marburg, nicht alleine, habe ja meine ganze Familie im Schlepptau. Sie haben es heute Morgen vielleicht schon gesehen. Ich war dann ganz überrascht, als wir uns gerade kennengelernt haben. Oh, die Dame saß doch im Frühstücksraum, als meine Kids da rumgerannt sind. Das hat sie hoffentlich keinen allzu schlechten Eindruck, aber im Augenwinkel haben Sie uns bestimmt gesehen, ja? Ja, ich habe sie gesehen mit den zwei kleinen Kindern, natürlich. Ja, ja. Also ja. Das Frühstücksbuffet kam schon mal sehr gut an, ja, aber auch die Nacht war ausgezeichnet. Wir haben ja eine Familiensuite, ja, ein Familienzimmer, wo sich hier verläuft. Also vielen, vielen Dank. Ja. Und mein Sohn meinte dann gleich, weil ja da so ein paar Überraschungen dann doch versteckt waren für die Kinder, es ist gut, dass das Hotel an die Kinder denkt. Ja. Also sehen Sie, da wird das Lob direkt schon jungen Jahren weitergegeben. Das freut mich und möchte Ihnen an der Stelle natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, ja, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Das sind unsere zukünftigen Gäste, kann ich nur sagen. Ja, ja. Also wird er nicht vergessen, ja. Und wird nicht das letzte Mal sein. Ja. Ja, und der Dank ist natürlich meinerseits, dass Sie mir die Gelegenheit geben, an Ihrem Podcast teilzuhaben. Ja. Vielen Dank. Nee, mein persönliches Interesse ist einfach unheimlich groß an der privat geführten Hotellerie. Okay. Ja. Und schon im Logo vom Marburger Hof ist ja zu sehen, familiengeführt seit 1959. Ja. Das Wort familiengeführt allein, das emotionalisiert mich irgendwie. Finde ich schön. Also Unternehmen, Familie und eine Jahreszahl, die so weit ja doch schon zurückliegt, 59, dann über 60 Jahre. Mhm. Ja. Nehme ich an, ohne zu frech zu sein, zweite Generation. Ja, das ist richtig. Ja. Sprich, die Familie Richter hat 1959 hier den Grundstein gelegt oder war das früher schon ein Hotel in der Größe? Das war früher schon ein Hotel, nicht in der Größe, aber das ist ursprünglich mal als Hotel sogar erbaut worden. Okay. Als Stimmt, ich habe heute Morgen beim Frühstück ja hier so ein kleines Bildchen gesehen. Wir sind ja in der Elisabethstraße, gell? Elisabethkirche ist unweit entfernt. Und da war, ist hier ein Bild. 1834 wurde hier schon ein Gasthof Weiß, dem heutigen Marburger Hof, erbaut. Genau, genau. Sprich, Gäste, die ersten Gäste sind 1834 hier an Ort und Stelle eingekehrt, aber kleiner, ne? Kleiner auf jeden Fall. Aber die Geschichte ist insofern ganz interessant, weil der Herr Weiß, der hat gewusst praktisch, dass in Marburg irgendwann ein Bahnhof erstehen soll. Ein was bitte? Ein Bahnhof, ein dass Bahnhof, man einen Bahnhof bauen wird. Und der Herr Weiß, der muss sehr geschäftstüchtig gewesen sein und der hat sich darum gekümmert und hat dann hier einen Bauantrag gestellt. Beziehungsweise ursprünglich sollte der Bahnhof ganz woanders erstehen. Okay. Und der Bahnhof ist also jetzt von unserem Haus 10 Minuten entfernt, also ganz locker fußläufig. Mhm. Und ursprünglich war der woanders geplant und dann hat der Herr Weiß zuerst den Bauantrag dort gestellt, ganz in der Nähe des Geländes, wo der Bahnhof erstellt werden sollte. Und dann hat man ihm das abgelehnt und der Bahnhof kam auch nicht dorthin. Und dann gab es eben neue Pläne, den Bahnhof dort zu erbauen, wo er jetzt heute ist. Und dann hat der Herr Weiß wieder einen Bauantrag gestellt, hier für die Elisabethstraße. Und somit sind wir dann am heutigen Standort, wo Herr Weiß schon den Bauantrag gestellt hatte etc. und sich davon natürlich ein gutes Geschäft erhofft hatte. Also wir lernen daraus, schon vor knapp 200 Jahren war es kompliziert mit den Bauanträgen. Richtig, ja. Richtig. Und es gab mit Sicherheit irgendwelche Informationen, die unter der Hand durchgesickert sind etc. Weil der hat das Haus eben erbaut, bevor der Bahnhof überhaupt erbaut wurde. Der kam dann später. Spannend. Ja. Und wurde es später nochmal schwierig mit Bauanträgen im weiteren Verlauf? Ja. Seitdem? nein, ich sehe, also es ist ja, sticht ja ins Auge. Es ist ja hier alles niegelnagelneu. Aber ich glaube, Umbauten, Renovationen, Renovierungen, die bezogen sich eher so auf den inneren Bereich. Ne? Aber angebaut habt ihr jetzt nicht groß die letzten Jahre. Angebaut haben wir nicht groß. Die Eltern. Also ist ja auch mit 94 Zimmern, glaube ich, schon ein recht großes Haus, muss man sagen. Ne? Mittlere Größe, denke ich, für ein privates Hotel. Ja.
Die Eltern haben zwischen 1976 und 1978 eben ein zweites Gebäude erbaut. Das ist ein paar Meter von hier entfernt. Okay. Und mit diesem Gebäude zusammen haben wir dann die 94 Zimmer. Mhm. Ja. Ich hatte letztens einen Gast im Hotel-Podcast, der ist sogar in seinem Hotel geboren. Habe ich dann Spaß gemacht. Gut, dass noch ein Zimmer frei war. Ja. eben, weil auch familiengeführt und mehrere Generationen zurückliegend. Das heißt, Sie sind aber zumindest im Hotel groß geworden. Ja, ja, ich also, bin im Hotel groß geworden. Das sind zwei Seiten der Medaille, oder wie kann ich da den Gesichtsausdruck gerade werten? Nein, ich wollte das einfach sagen. Wir sind drei Kinder. Mhm. Meine Eltern hatten drei Kinder. Ich bin die jüngste von den dreien. Und ich bin hier im Haus auch getauft worden. Ja, sehen Sie, ja, nicht geboren, nicht aber getauft. Und ja, und es hat sich halt unser ganzes Leben als Kinder und Jugendliche eben immer um das Hotel gedreht. Es wurde also eben immer das Privatleben darum herum gebaut, ja, sozusagen. Ja. Aha, verstehe. Aber es ist ja, einerseits ein lachendes, andererseits ein weinendes Auge. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit jemandem, der jetzt eine Familie hat und von 8 bis 17 Uhr arbeitet und dann nach Hause kommt etc. Aber es hat auch seine Vorteile. Mhm. Also, und man ist halt auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen freier als jemand anderes. Und es hat immer zwei Seiten. Also freier als Kind, meinen Sie? Weil die Eltern immer beschäftigt waren, oder? Ja, ja? Auch als Kind, genau. Ja, gut, die Spielwiese war so bedeutend größer wie als auf in einem jeden kleinen Fall. Einfamilienhäuschen, jeden oder? Ja, ja, okay. Richtig. Ist auch manchmal so im Kindesalter für Freunde etc. interessant, ja, die finden das ganz interessant, hier mal so durchs Haus zu schleichen etc. Ja. Oder wir feierten dann auch den Geburtstag meines Sohnes, da wurde der so 10 oder 12 und dann hatten wir eine Torte und er hat also die Kerzen dann ausgeblasen und das war direkt unter dem Brandmelder und dann kriegte er Besuch von der Feuerwehr etc. Und ich kann Ihnen sagen, die Kinder, die fanden das richtig aufregend. Okay. Ja. Einen Sohn haben Sie dann? Oder? Einen Sohn haben einen wir, Sohn. Ja. Okay. Genau. Der ist heute 18 Jahre alt. Und überlegt noch, ob er im Haus bleibt? Der überlegt noch und er überlegt natürlich auch zu Recht, weil ich bin kein Freund davon, jetzt Kinder unbedingt in diese Form zu drücken. Also es gibt immer Möglichkeiten für Kinder auch was anderes zu tun. Die Welt ist offen. Und man muss es wollen. Man muss einen inneren Bezug dazu haben, einen Grund, das zu tun, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Also jemand, der das betreibt und dabei unglücklich ist und das nur macht, weil die Eltern das so wollten, der, finde ich, sollte es lieber lassen. Nicht jeder möchte Unternehmer sein, nicht jeder möchte das Risiko. Es geht ja nicht nur ums Hotel, es geht ja generell ums Unternehmertum erstmal. Natürlich. Und dann ums Familienunternehmen ist nochmal was ganz anderes. Ja. Ja. Also das finde ich schon ganz wichtig, dass die Kinder, das Kind, die Kinder, je nachdem, das auch wollen. Das ist mir auch ein Anliegen, da die auch meinen Sohn möglichst frei dahingehend zu erziehen, dass er alle Möglichkeiten hat. Mhm. In welchem Alter war das bei Ihnen so? Bei Ihnen der Zeitpunkt der Entscheidung, wo man so ein bisschen erstmal sagen musste, okay, es geht in Richtung Hotellerie? Oh. Oder war das lange schon klar? Oder gab es da andere Berufsbilder, die von Interesse waren noch? Das war überhaupt gar nicht klar. Ich habe mich dazu sehr spät entschieden. Oh, okay. Es war gar nicht unbedingt so von mir aus angedacht. Und ich bin da zuerst gekommen, in Anführungsstrichen, wie die Jungfrau zum Kinde. Und das war mit Anfang 40, wo ich gesagt habe, so, das könnte interessant sein. Aha. Ja. Okay. Das heißt, da gab es ein paar Jahre, wo Sie gar nicht Seite an Seite mit Ihren Eltern gearbeitet haben im Haus, oder? Ja, genau. Wo ich
überhaupt davon auch nicht unbedingt was wissen wollte. Mhm. Und wo ich diesen Weg eigentlich als zugemauert empfunden habe. Okay, ja. Zugemauert in welcher also, Form? Um den Weg zurückzugehen. Ah, ja. Okay. Also sagen wir es mal so, damit es verständlicher wird. Also ich komme aus Marburg, ich bin nicht hier geboren, mhm. aber getauft. Mhm. Und also im Haus geboren, aber in Marburg schon. Und habe hier Abitur gemacht und bin dann nach dem Abitur weggegangen, ja, hab dann, war dann erstmal ein halbes Jahr in der Schweiz, mhm. Auf einer Schule und danach bin ich dann zum Studium gegangen und war dann 4 Jahre beschäftigt mhm. eigentlich und hab dann später eben in Frankfurt, nach dem Studium in Frankfurt lange gearbeitet, unter anderem in der Veranstaltungsbranche, also für eine Agentur. Wir mhm. haben Veranstaltungen organisiert, hauptsächlich im Bankenbereich, okay. eigentlich ausschließlich im ja. Bankenbereich. Und später ist dann mein Sohn eben geboren. Und dann war irgendwann so die Frage, ja, was machen wir jetzt? Also war da die Frage eigentlich dann auch da, wo wird er groß, der Sohn? Oder waren Sie denn noch in Frankfurt? Oder? Da waren wir noch in mhm. Frankfurt. Und mein Mann und ich, wir haben uns die Aufgabe geteilt. Mein Mann hat abends gearbeitet, ich habe tagsüber gearbeitet okay. und so haben wir uns dann die Klinke in die Hand mhm. gegeben, mhm. so wie viele Paare sich heute irgendwie heutzutage, arrangieren, ja. ganz mhm. einfach. Ja. Und also so einfach ist es nicht, mhm. aber mhm. so war mhm. das. Und dann war eben die Frage, wo wird er groß, der Sohn? Mhm. Und das war sicherlich, wird er in Frankfurt groß oder gehen wir doch zurück nach Marburg? Und meine Mutter hat mir dann damals eigentlich die Tür wieder geöffnet. Okay. Und dann sind wir nach Marburg gegangen, weil okay. ich dachte, oder wir dachten, Mensch, gerade mit dem Kind ist es doch schöner, vielleicht in einer kleineren Stadt mhm. zu leben, etc. Das waren so die Beweggründe. Mhm. Es war also nicht erstmal, oh, das Hotel und Familienbetrieb nee, ja, und so. Das stand für mich damals nicht so im Vordergrund. Ja. Oder die damals frisch gebackene Oma hat sich halt auch gewünscht, vielleicht das. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das aber war, ja. So kann es und so soll es ja auch eigentlich sein. Ja. Ja. Super. Das ist richtig. Und ihre Eltern, die haben dann immer zusammen an, im und am Hotel gearbeitet, oder? Ja. Ja, war das so ein richtiges hoteliers Ehepaar, wie man sich es vorstellt? Ja, das war so ein hoteliers Ehepaar, auf jeden Fall. Die Eltern, also mein Vater kam aus Schlesien mhm. und war dann eben im Zweiten Weltkrieg, auch als Mann war er eingezogen etc. Mhm. Und kam dann, und die Eltern von meinem Vater, die hatten Hotels oder wie man dort sagt, Bauden im Riesengebirge. Okay. Das heißt, also die haben so das Hotel, das mhm. Gastwirt, das Bewirten, das kommt aus dieser Richtung. Ja. Okay. Aber mussten alles zurücklassen. Die mussten dann alles zurücklassen. Also die Oma ist dann geflohen mhm. mit ihrer Mutter damals mhm. und kam dann hier in den Westen. Und der Vater war in Gefangenschaft mhm. und wurde dann irgendwann auch entlassen. Ja. Und dann war die Frage einfach, was macht er? Mhm. Was macht er? Und er hatte, weil das war das Hotel, war alles weg, die Existenz mhm. war die Existenz, weg, etc. Also jegliche Mittel eigentlich. Ja. Die jegliche Mittel, ja. Leider eine aktuelle Sache jetzt wieder. Ja, aber, richtig, ja. richtig. Es war alles weg und dann, ja, was macht er? Und dann hat er sich besonnen, hat gesagt, das Einzige, was ich kann, ist Hotel. Mhm. Aber es nutzt mir nichts zu sagen, ich bin ja. der Sohn von der genau. und der, ja, mhm, oder von dem und dem, nutzt ja. ihm gar nichts. Ja. Und dann hat er, damals hat er dann angefangen, angefangen und beendet, Hotelfachschule Heidelberg zu machen. Mhm. Die Hotelfachschule Heidelberg war ausgelagert. Okay. Die waren irgendwo, ich
ich weiß nicht genau, also bitte. Die waren auf jeden Fall ausgelagert und er hat dann abends gearbeitet. Er hat dann im Schwarzen Bock in Wiesbaden gearbeitet und ist dann tagsüber auf die Hotelfachschule gegangen. Mhm. Und das ging, glaube ich, 2 Jahre. Mhm. Und das hat er geschafft, hat er alles beendet und danach war er eben in verschiedenen Positionen tätig. Mhm. Und seine letzte Position war dann in Gelsenkirchen in einem Hotel und dort hat er die Mutter kennengelernt, die da so eine Art Hospitation gemacht hat. Und dann haben die beiden sich kennen und lieben gelernt und haben dann beschlossen, sie wollen zusammen sich selbstständig machen. Das war so etwas, so hat die Mutter das auch später immer wieder erzählt, was so in den beiden brannte. Wir wollen unabhängig sein, wir wollen unser eigenes Hotel machen. Und kamen auch beide aus dem Bereich, wunderbar. Okay. Genau. Und dann hatten sie erst einen Pachtbetrieb geführt und da haben sie nach 5 Jahren gesagt, nee, also Pächter wollen sie nicht weiter sein, sondern sie möchten sich was kaufen. Okay. Und das haben sie dann 1959 hier in Marburg sich verwirklicht. Stark. Ja. Ja, einer muss den Grundstein legen. Einer muss den Grundstein legen, genau, genau. Und auch dieses Brennen, die haben dafür gebrannt, die wollten das, die wollten Unternehmer sein, die wollten sich nicht unbedingt von jedem was sagen lassen etc. Und das war, glaube ich, deren Motivation. Und die Aufgabenbereiche, wie waren die damals schon aufgeteilt? Oh, ganz einfach. Der Vater war zuständig für die Rezeption, für das Kaufmännische, für alles, was darum ging, fürs Gebäude etc. Und die Mutter hat sich um das innen drin gekümmert, Frühstück, Wäscherei hatten wir damals noch, alle diese Dinge, Organisation, Housekeeping, ja. Super. Also das gab so, wir Kinder wurden dann so groß, so an der Kaffeemaschine, praktisch, also weil Kaffee war halt damals teuer, wird ja jetzt wieder teuer, und dann war für die Eltern war das ganz wichtig, also bloß nichts verschwenden, war natürlich auch Kriegsgeneration, das heißt also, dass die Mutter stand immer an der Kaffeemaschine und hat, damals gab es noch die Kännchen, wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das kennen Sie bestimmt nicht mehr, Sie sind so jung. Auf jeden Fall, die hat dann die Kännchen abgezapft und so. Und ich habe gedacht, die hat das Kaffeepulver noch irgendwie wieder zusammen. Nee, so nicht. Aber hat halt genau geschaut, dass da nichts verschwendet zu viel wird. Drin bleibt. Nicht zu viel genau, drin damit die erstmal gelehrt werden. Okay. Und ich hatte dann so einen Wagen, so einen kleinen Wagen, in dem stand ich dann und guckte und direkt neben der Kaffeemaschine und guckte dann so als 3-jähriges Kind ungefähr der Mutter beim Kaffeezapfen zu. Ja, also so viel dazu. Super. Ja, weil dann, ja, so war das halt. Ja, heute läuft das ein bisschen anders, aber gut, das waren die Zeiten alles zu seiner Zeit. Also hier haben wir hier ganz tolle Gerätschaften, ne? Ich habe morgen schon gesehen, aber auch eine Sache, da wird eben nicht verschwendet, ein Butterautomat, ja, wo man Teller runter tut und dann drückt und dann fliegt die Butter raus, direkt auf den Teller. Ja. Kein Müll, geht nichts kaputt, immer frisch, ausgezeichnet. Stimmt. Nie gesehen. Zeigt aber einmal mehr einfach auch die Innovationsfreude, die mir auffällt, also beginnend auf der Webseite, solche Sachen, der Austausch, den ich bislang hatte mit ihrer Mitarbeiterin, der Frau Krämer, toll. Und da stehen, glaube ich, die Zeichen ganz gut, um so ein Hotel auch wieder in die nächste Generation überführen zu können oder einfach die Geschichte weiterzuspinnen. Auf jeden Fall. Super. Also ich denke, wir müssen alle irgendwo versuchen, am Ball zu bleiben. Mhm. Also wir können hier auf Tauchstation gehen und jahrelang gar nichts machen. Wir müssen schon irgendwo so ein bisschen dabei bleiben und versuchen zu spüren, wo ist der Zahn der Zeit, was können wir machen. Also wir haben sicherlich nicht die finanziellen Mittel, die jetzt zum Beispiel Kettenhotels haben etc., aber wir können halt in anderen Sachen punkten.
Das tun sie. Also beginnen beim Check-in. Also wirklich die Mannschaft, großes Lob hier auch nochmal an der Stelle von mir. Vielen Dank. Check-in-Rezeption, Frühstück heute Morgen, dann auf den Gängen heute Morgen. Also alle, die ich kennengelernt habe. Ganz tolle Menschen und stark. Also Marburger Hof ist mehr als hier das Haus, sondern die ganze Mannschaft, hinter die ich jetzt kennengelernt hatte. Macht richtig Freude, bei Ihnen Gast zu sein. Danke sehr. Also, aber das ist mir auch lebt ja auch jemand vor, wie ich. Ist mir auch ein Anliegen, weil ich denke, es kann immer Sachen geben und wir machen, es gibt immer was schief läuft, dies, das, jenes, wo Menschen arbeiten, kann immer was passieren. Mhm. Und wir wissen auch, wir haben noch sehr viel Lernpotenzial etc. Aber sie können mal Pech haben mit dem Zimmer etc. Aber das Wichtigste ist mir, dass das Personal, dass die Mitarbeiter, dass die freundlich sind. Mhm. Weil das kostet nichts, ja. Und das ist wichtig. Dass, ich habe Mitarbeiter, zum Beispiel die Abteilungsleiter, die sind alle schon 13, 14, 15 Jahre da. Ja. Ja, und das ist mir wichtig. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wenn es einen Wechsel gibt, dann kommt was Neues rein. Das ist auch so. Das ist auch gut so, aber es muss sich auch in Grenzen haben. Ich finde immer, der Mix macht es, dass man so die Tradition hat, Leute, die Bescheid wissen seit vielen Jahren und andere, die vielleicht, wie gesagt, was Neues auch mitbringen. Ja. Jetzt müssen Sie mir auf jeden Fall noch ein paar Tipps geben für meinen Nachmittag heute mit meiner Familie in Marburg. Die Stadt wird 800 Jahre alt. Ja. Ja. Spricht für sich. Klar, wir haben eine Altstadt, nicht weit weg hier, einfach nur die Straße hoch. Dann ist man direkt eine Altstadt mit wunderbaren Fachwerkhäusern. Dann hat mein Sohn gestern schon einen Froschkönig entdeckt und eine kleine Geschichte vorgelesen bekommen. Was ist Marburg noch? Ich stelle mich jetzt ein bisschen dummer, als ich bin. Ja gut, Marburg hat natürlich auch eine tolle Umgebung. Mhm. Marburg liegt total im Grünen. Sie waren also schon in der Altstadt, also muss ich Ihnen zur Altstadt nichts mehr erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie bis zum Schloss gegangen sind. Nein, hat es nicht mehr gereicht gestern. Gut, das können Sie machen, ist halt ein bisschen anstrengend. Okay. Aber ansonsten würde ich Ihnen auch empfehlen, dass Sie so ein bisschen, dass Sie vielleicht das Auto nehmen, dass Sie an den Spiegelslustturm fahren, der ist auf der anderen Seite. Den habe ich schon mal herfahren gesehen, ne? Ja, der ist so ein Herz dran, richtig, angebracht. Ja. Haben Sie einen wunderbaren Blick auf die ganze Stadt, ja. Da gibt es auch einen Kaffee drin, Sie können rundherum ein bisschen wandern, ja. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Ausflugslokale hier links und rechts, die ich Ihnen gerne empfehlen Ich glaube, der Turm ist gut. Ich meine, da gibt es sogar einen Spielplatz in der Nähe. Also von daher. Genau. Der Turm ist wirklich schön. Und wir haben wunderbares, klares Wetter. Also Sie können es schön sehen. Also es wäre eigentlich, schön. Gut. Und ist auch keine lange Fahrt. Fahren Sie 10 Minuten hin maximal. Und das Wetter spielt auch definitiv mit. Genau, ist alles klar. Kommen wir nochmal aufs Hotel zurück. Welche Herausforderungen sind denn so die Hauptherausforderung, die gerade in Ihrem Unternehmer da seien Sie konfrontieren? Tja, Hauptherausforderung, das ist jetzt natürlich eine Frage heute im März 2022. Ich denke, die Hauptherausforderung, die uns jetzt in der Branche alle trifft, ist jetzt, dass wir noch mit den Ausläufern von Corona zu tun haben. Wir wissen noch nicht, wie es im Herbst weitergehen wird, was da passiert. Man sagt uns ja schon, dass da die nächste Welle kommt, Und das sind natürlich, das ist der ganze Beschaffungsmarkt, was momentan passiert. Die Preise steigen täglich, wöchentlich.
Das trifft uns alle, also unser Einkaufsverband, wir sind bei der Procross, hat uns jetzt vor ein paar Tagen angeschrieben, dass sie empfehlen, dass wir Lager für alle Arten von Waren anlegen, also sowohl Lebensmittel als auch Non-Food, dass wir, wenn wir keine Kapazitäten haben, dass wir sogar ein, zwei Zimmer als Lager benutzen. Okay. Für Dinge, weil jetzt alles teurer werden wird und zwar weiter ansteigend, ja, ohne Aussicht auf Besserung. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen, das hat mich richtig alarmiert, weil wenn der Einkaufsverband schon empfiehlt, eventuell Zimmer als Lager zu benutzen, dann scheint mir die Sache wirklich ernst zu sein. Und das, denke ich, das ist jetzt eine der größten Herausforderungen, dass wir alle, dass wir, also mein Betrieb hier, erstmal dieses Jahr 2022 gut übersteht und ja, in Hoffnung auf 2023. Ansonsten, alles Faktoren, die man nicht groß beeinflussen kann. Ja. Wir können das jetzt gar nicht beeinflussen. Wir können uns nur versuchen vorzubereiten. Aber das geht natürlich auch nur bedingt. Also jetzt, unser Haus wird komplett mit Gas beheizt. Jetzt zu sagen, wir machen jetzt ab morgen irgendwie alles mit Solarpanelen, das funktioniert nicht. Ja. So viel Dachflächen haben wir gar nicht, ja. Und alle diese, also und gerade Heizung etc., Erdwärme, ja, müssen wir gucken, aber diese Dinge gehen nicht von jetzt auf gleich. Also da, das ist sicherlich eine große Herausforderung jetzt für mich und für dieses Haus, wie das jetzt alles weitergeht. Beschaffungssituation, also von A bis Z praktisch, von Energiebeschaffung bis zur Lebensmittelbeschaffung. Und dann sind Sie ein Stadthotel, ganz klar, da gibt es ja nochmal eine Besonderheit, oder was vielen natürlich ein bisschen schwieriger fällt aktuell, aber natürlich durch die touristische Attraktivität von Marburg sind Sie nicht nur auf Geschäftskunden, von Geschäftskunden abhängig, oder? Nein. Das ist, glaube ich, ein ganz gesundes Verhältnis, ja. Vor Corona war die Relation, kann man sagen, 50-50. Okay. Dann kam Corona, dann war es immer phasenweise, je nachdem, in welcher Beschränkungsphase wir uns befunden haben. Entweder mehr Geschäftsreisende, wir hatten auch Zeiten, wo wir nur von Montag bis Freitag aufgemacht haben, oder eben mehr Privatreisende. Und wir stellen fest, das ist auch etwas, was manche Institute vorhergesagt haben, die Privatreisen kommen jetzt wieder. Also die nächsten Wochenenden sind wir ganz gut besucht, können wir uns also in keinster Art und Weise beschweren etc. Aber was uns jetzt noch fehlt, das sind die Geschäftsreisenden zum vollen Glück, weil das dauert einfach länger. Habe ich da richtig gelesen, dass sogar BioNTech irgendwie sich in Marburg BioNTech hat hier einen Standort. Sie sind schon da? Die sind schon da. Die sind schon da. BioNTech produziert hier Impfungen am Standort. Weil Marburg hat ja die Geschichte mit Emil von Behring, der hier an Impfstoffen geforscht hat. Und deshalb ist so ziemlich die einzige Industrie, die Marburg hat, ist Pharmaindustrie. Und hier am Standort sind immer Impfstoffe produziert worden. Und BioNTech hat von GSK eine Impfstraße gekauft und sie produzieren dort oben. Ah, okay. Alles klar. Was mir jetzt gerade einfällt auf Ihrer Webseite, wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, gibt es ja einen Bereich Arrangements oder Angebote. Und da haben Sie sich ja wirklich einen Kopf gemacht mit Ihrem Team. Da gibt es sogar für Familien Arrangements für unterschiedliche Längen, Aufenthaltslängen, 3 Tage, 5, 7, ich glaube sogar 10 Tage mit Empfehlungen. Also man sieht auch da wieder die Leidenschaft für den privaten Gast. Ja. Und dass er einfach ihre Stadt Marburg hier in vollen Zügen einfach gerne präsentieren. Ja. Und in dem Sinne freue ich mich, Frau Richter, auf mein
mein Nachmittag heute. Ja, den werde ich heute hier privat verbringen, wie gesagt. Ich glaube, wir fahren zu dem Turm raus mit der Familie. Ja. Und bedanke mich, dass wir uns hier heute mal persönlich kennenlernen durften. Ja. Ich denke, das war ein Auftakt. Ich komme mal wieder. Dann sehr gerne. Hoffe ich, dass wir nur positive Themen zu besprechen haben und positive Herausforderungen. Aber so ist das Leben einfach auch. Gell? Ja. Ja. Frau Richter. Herr Arndt, vielen herzlichen Dank und Ihnen alles, alles Gute für den Podcast und für Ihre weitere berufliche Zukunft. Danke sehr. Hat mich sehr gefreut. Merci. Danke fürs nette Gespräch. Danke.